Hey, Schosch, Leute, willkommen zum Schosch, zum Samstag. Heute ein Tag früher wie geplant, weil, morgen, falls ihr es auf Twitter nicht mitbekommen haben solltet, morgen, nächster 12-Stunden-Stream, und zwar einer, wo ich eigentlich schon letzten Monat machen wollte, aber kam nicht so gut, jetzt mache ich es trotzdem, nämlich, ein 12-Stunden-Stream voller Fighting Games, und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich habe mir da schon eine Menge Zeug jetzt vorbereitet, bin auch schon top ready für morgen, was das angeht. Um 11 Uhr geht's wieder los, so wie immer, findet ihr auf Twitch, und wir fangen wahrscheinlich an mit sowas wie Soul Calibur und rasen uns damit den ganzen Tag durch. Ich freue mich da jetzt schon wie wahnsinnig drauf, deswegen mal jetzt heute der Schosch zum Samstag, weil ja, morgen komme ich da ja nicht zu und Montag ist ein bisschen doof dann. Deswegen, ich habe gedacht, ich nutze das mal und promote das Ganze nochmal ein bisschen. Und morgen denn nicht kein Schosch zum Sonntag, sondern vielmehr der 12-Stunden-Stream, weil heute war noch unsicher, ob ich das heute machen kann. Und deswegen habe ich gesagt, komm, machst du Sonntag, da weißt du, dass du kannst, da weißt du, dass du Zeit hast, und so easy ist das nun mal. Ich wollte auch ursprünglich noch einen zweiten 12-Stunden-Stream diesen Monat hinkriegen, weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe. Kann sein, nächste Woche Samstag. Ich will aber nichts versprechen. Da bin ich mir noch unsicher, ob ich da kann oder nicht. Aber ich will es versuchen. Sagen wir es mal so. Zur Not hebe ich es mir für den nächsten Monat auf. Rennt uns ja nicht weg, ne? Denn zumal was Content angeht, ich muss mir jetzt mal einfallen lassen, was ich als nächstes Hauptprojekt mache. Weil, Capsule Monster ist durch, ist Ende. Ich lade jetzt erstmal aktuell Streams hoch, die noch nicht hochgeladen wurden. Das mache ich jetzt so überwiegend. Und bevor ich das jetzt natürlich wieder vergesse, vielen Dank an unsere Patreon-Dudes, an unsere coolen Mega-Dudes, an die Dudes da. Und ich freue mich, wie gesagt, auf morgen so richtig. Der Käse macht auch bei viel mit. Ich würde am liebsten auch gern Sachen online zocken, aber ich glaube, da wäre viel zu viel Vorbereitung involviert, was das angeht. Es sei denn, jemand sagt plötzlich, ja, ich kann aber dies und jenes, und dann sage ich, ja gut, let's try, aber wie gesagt, wenn man nebenbei streamt, ist halt online immer noch so eine Sache. Von daher kann ich da noch nichts Genaues versprechen, was das angeht. By the way, ich habe hier schon mal so, schon mal leicht die Poster hier angefangen aufzuhängen. Bislang hängen nur Frankie und Zorro. Ne, Quatsch, Blödsinn. Brooke hängt da, den könnt ihr gar nicht sehen gerade. Und Sanji hängt auch, der hängt in der Küche. Ich muss auch gucken, wo ich den Rest hinpacke. Weil das sind echt geile Poster, muss ich mal sagen, nebenbei. Aber sonst, ich werde mir zusehen, dass ich irgendwie ein neues Hauptprojekt starte jetzt in der nächsten Woche. Höchstwahrscheinlich eventuell Pikmin, weil das irgendwie, ich weiß, er hat irgendwie Anhang gefunden, wahrscheinlich. I don't even, aber ich werde es mal versuchen. Man hat mir auch schon ein bisschen gesagt, worauf ich mich da einlassen muss, aber es dürfte ganz witzig werden eigentlich. Dann, was Streams angeht, Montag fällt höchstwahrscheinlich aus, morgen wisst ihr ja. Montag fällt dann höchstwahrscheinlich aus, der Pfingstmontag, weil ich da ein bisschen was zu tun habe. Und dann über die Woche verteilt, könnte es ein bisschen tricky werden. Ich will zwar wieder sehr viel mehr streamen, weil ich habe es ein bisschen schweifen lassen die letzten Tage. Aber ich werde es versuchen, da wieder mehr zu streamen, auch wenn ich die Woche ein bisschen was vorhab. I will do my best. Ich werde mein Bestes kleben. Und ja, eigentlich, das war schon soweit heute wieder. Mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Das war es nämlich schon. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen im Fighting Festival, dem 12-Stunden-Stream Nummer 5. Oder 6? Ich glaube 5. 5, glaube ich. Euch noch ein schönes Pfingstwochenende und hoffentlich dann bis morgen. Stand proud, meine Freunde. Bis dahin. See you, Leute.